Ich verstehe es nicht. Emmett ist zwar nett, aber er ist nicht gerade der Typ, dem die Mädchenherzen zufliegen. Tja, ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Ja, aber... Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Crockett, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist. Und Emmett ist buchstäblich perfekt. Er heißt Emmett Brown. Reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich will hier mal Arthur McFly an, mal gucken. Hey, Artie! Officer! Officer? Ach ja, Tarnung nicht auffliegen lassen. Würden Sie sich bitte auf die wichtigen Dinge konzentrieren? Kann jetzt nicht reden. Sprich mal mit den Typen. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Quatsch mal nochmal mit ihr. Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja. Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Crockett, wissen Sie das? Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund. Okay. Drittens und am allerwichtigsten, Ja. sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffen durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es. Er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben. Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig, versuche die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen: Ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Aha. Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Nicht wirklich, oder? Ja. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentaler Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm? Ja. Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Einmal hat Emmett einen Zug entführt, um eines seiner Experimente durchzuführen. Ich bitte Sie, in Hill Valley hat es seit Mad Dog Tannens Zeiten keinen Eisenbahnraub gegeben. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Ach, da kommt Trixie. Hey, Artie, hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. Ach Mensch, Arti.
Du tust mir ein bisschen leid. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene... Oh, hey Kleiner, sag mal, bist du nicht der Kerl, der... Sie gegen Kit Tennen aufgebracht hat? Ja. Du siehst ohne Bart viel jünger aus. Das war wirklich ein schmutziger Trick, mir einzureden. Kit hätte Artie kalt gemacht. Tut mir leid. Das war die einzige Möglichkeit. Ach, vergiss es. Das versuche ich zumindest. Vorbei ist vorbei. Das ist mein Motto. Einfach für den Moment leben. Genau. Also, was machst du hier? Wollen Sie die Hebel bedienen, die die Zukunft steuern? Auf der Expo, Dummerchen. Technik für eine bessere Zukunft und das alles. Oh, ja, deshalb bin ich hier. Na, probieren wir mal. Hören Sie, ich habe einen Vorschlag. Ich habe da diesen Freund. Vergiss es. Ich bin mit Artie zusammen. Nein, das meinte ich nicht. Mein Freund ist in einer Beziehung mit Edna Strickland. Armer Trottel. Das wünsche ich niemandem. Dann verstehen Sie, worauf ich hinaus will. Er lässt sich nicht zur Vernunft bringen, aber vielleicht macht sie Schluss, wenn sie denkt, sie beide... Ah, du bist ja echt hinterhältig, Kleiner. Manchmal bleiben einem nur noch miese Tricks. Was meinen Sie? Tut mir leid. Edna ist zwar eine Nervensäge, aber wenn ich jeder Frau, die mich nicht mag, böse Streiche spiele, dann würde ich viele Streiche spielen. Außerdem ist das unter der Würde von Techne, der Muse des Fortschritts. Was haben wir noch? Komm, probier nochmal. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland aus? Ja, der braucht wirklich dringend Hilfe. Sie sollen ihn nicht verführen. Tun Sie nur, als hätten Sie was mit ihm. Das wird Sie irre machen. Das würde es wohl. Und? Mm-mm. Das würde ich keinem anderen Mädchen antun. Außer ich bin stinksauer auf sie. Das könnte meinem Ruf als Muse schaden. Wie machen wir das dann? Bis bald, Trixie. Aus dieser Kammer der Wunder sagen wir Ihnen Lebewohl. Gehen wir noch mal zu Edna. Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander gebracht.
Man müsste ihm schon etwas Schockierendes zeigen, um ihm die Augen zu öffnen. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ist denn nicht der Koch da hinten? Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Nein. Dann lassen Sie mich bitte durch. Das kann ich leider nicht. Bis ich Ihr Anmeldeformular finde. Das ist doch lächerlich. Gehen wir mal zum Koch. Naja, der Koch. Nicht so schick wie mein Wagen im Jahr 1986. Herrje, ich hoffe, ich habe 86 noch einen Wagen. Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kit weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach, komm schon. Nein. Pass auf, dann erzähle ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch! Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Echt jetzt, was ist mit deinen Zähnen los? Nichts, gar nichts, ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Algenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnt ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Arty, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Okay, das war's eigentlich, oder? Ja. Locker bleiben. Du willst komisches Zeug. Genau, locker bleiben. So, gehen wir mal zu Edna und zeigen mal das hübsche Foto, wa? Würde ich mal so behaupten. So ein schickes Foto. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren. Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Arty? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin!
Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Bingo. Wo? Da. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Wo ist denn Emmett? Wo ist denn Doc? Ah, da ist Doc. Ah, gut. Du bist wieder zurück. Erzähl mir alles. Sie sagt, sie mag ihre Rechtschaffenheit, dass sie gut in einem Anzug aussehen und dass sie ihr völlig treu sind. Verdammt, da hat sie mich eiskalt erwischt. Du musst es einfach schaffen, ihre Meinung zu ändern. Ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst. Brauchst du Hilfe? Ja. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut. Verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Irgendeine Ahnung, was ihr jüngeres Ich gerade tut? Wenn ich mich nicht irre, ist er in der Werkstatt. Arbeitet fieberhaft an seiner neuesten Erfindung und flucht, weil sie nicht funktioniert. Verdammt! Haben Sie rausgefunden, was mit der Zeitleitung nicht stimmt? Bin mir nicht sicher. Möglich. Scheinbar ist es ein einfaches Verkabelungsproblem. Aber zur Sicherheit prüfe ich es noch einmal. Die Grundausstattung scheint zu funktionieren. Könnte ich mir vielleicht den DeLorean ausleihen? Ich will Ihr jüngeres Ich im Labor besuchen. Also, ich weiß nicht. Die Zeitleitung... Ich fahre auch keine 140, versprochen. Trotzdem, ich möchte ihn nicht aus den Augen lassen, wenn er so unberechenbar ist.